eine Umbaupause ist das nicht. Ja, genau. Ja, grüßt euch. Es ist wieder soweit. Sonntag. Ich habe ein bisschen zu erzählen und deswegen bin ich hier. Erstmal, ich habe gerade schon mal geguckt, ich habe nicht so ein breites Kreuz. Ich habe hier so ein Kirschkissen drunter, weil ich mich ein bisschen verhoben habe. Aber das nur am Rande, falls ihr euch wundert, dass ich so komisch eingeknickt hier sitze. Könnt ihr mich noch ein bisschen höher setzen? Na komm, scheißegal. Ja, was ist passiert? Also erstmal ist ja unser Teufel erschienen und ja, ich habe da viel positives Feedback erhalten von euch. Dafür erstmal Dankeschön. Ja, was will ich sagen? Hat viel Arbeit gemacht, das Ding. Ich habe wirklich, also die Stunden will ich nicht zählen, aber ich denke, so 2 Monate haben wir da dran rumgefrickelt, bis wir das soweit zusammen hatten und dann natürlich mit der Band das Video gedreht. Unser Borny hat richtig geiles Zeug zusammengesetzt da und es war einfach der Hammer. Also wir hatten so viel Spaß dabei und trotz Corona immer alles nach den Regeln und ja, das ist so die Kunst, glaube ich, auch so ein bisschen. Man muss gucken, dass man so eine Gratwanderung hat. Man ist ja nicht richtig präsent, weil man darf ja nichts machen sonst mit Bären, aber man muss trotzdem zusehen, dass man der Musik irgendwie Man will ja auch Musik machen, es ist einfach so. Ne, so sitze ich hier jeden Tag Stunden vor meinem Rechner und frickel irgendwie an Songs und mache ja, was haben wir Neues? Also, den Song, den will ich euch gleich mal vorspielen, denn da habe ich am Ende noch was vor mit euch. Ich hatte das heute Morgen schon mal angeteasert auf Facebook und erkläre ich euch aber später. Was wollte ich erzählen genau? Wir sind im Moment mit der Band dabei und proben online. Das ist möglich mit einer kleinen Software, die heißt Jamulus, wie J-A-M-U-Lus und dort können wir also in Realtime zusammen proben. Es ist nicht hundertprozentig so, wie wenn wir jetzt alle hier zusammen wären, das ist klar, aber es gibt uns die Möglichkeit, zusammen was zu machen und das ist schon toll, ne? Also das ist relativ latenzfrei, also Latenzen hört man nicht, zumindest wüsste ich nicht, dass mir das irgendwie aufgefallen wäre, aber die Soundqualität fängt manchmal so ein bisschen an zu eiern, also besser ist es schon, wenn man zusammensitzt, aber das ist eins der Tools zum Beispiel, die wir jetzt nutzen, um zusammen zu proben. Wollen wir nur gucken, dass auch wirklich alle Bandmitglieder da irgendwann mitmachen können, das wäre noch mein Träumchen. Sonst müssen wir gucken, wie wir das irgendwie anders geregelt kriegen. Aber die Möglichkeiten haben wir jetzt schon mal mittlerweile und das war jetzt so die eine Neuerung seit letzten Mal, wo der Livestream war. Ich meine, das sind jetzt ja auch schon 3 Wochen her. Ja, okay, war nicht so viel zu erzählen auch, ne? Was ich jetzt noch habe, mit dem Teufel natürlich, das musste ich euch sagen, dieser Song, den haben wir jetzt rausgebracht, ja, kommt gut an, ja, also die Leute möchten den auch gerne hören, aber wir haben ja Fans, die auch gerne singen, ja, und dann kam ich auf eine Idee, nämlich diesen Song so für euch zur Verfügung zu stellen, ist jetzt alles falsch, aber ich habe die Leute halt eingeladen oder euch alle lade ich ein, den Teufel zu singen. Ich würde eure Tonspur dann auf die Instrumentalversion setzen mit den gleichen Plugins und den gleichen Effekten, die ich bei mir drauf gemacht habe. Und dann hättet ihr euren eigenen Teufelssong. Ich habe jetzt schon 2 Anmeldungen heute bekommen. Finde ich ja großartig. Also es sind schon mal 2, die mitmachen wollen. Und das ist schon mal klasse. Also dann ist es schon mal nicht umsonst. Die nehmen mir also mit Kopfhörer und auf dem Handy. Ist ganz egal. Es kommt natürlich drauf an, wenn ihr, je geiler die Soundqualität ist, die ich von euch bekomme, je besser, was hört ihr das auch, wenn es hier klingelt? Ja gut, kann sein. Ist jetzt nicht so schlimm, glaube ich. Die Soundqualität, die ich von euch bekomme, kann ich dann einbauen. Und je geiler die natürlich ist, je geiler ist es auch, mit euch dann diesen Song zu machen. Ich schicke euch den dann fertig, also gemastert und
naja, mache ich alles selber, ne? Das ist dann ein fertiger Song, den schicke ich euch und da könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Ne? Ich schicke den auch wirklich nur euch, wenn ihr den irgendwo veröffentlichen wollt und wollt den irgendwo euren Leuten zeigen oder so, macht das ruhig. Da habt ihr also freie Bahn, da haben wir nichts gegen. Nur Kohle dürft ihr nicht mitverdienen, das wäre blöd, denn das ist sozusagen ein Projekt, wo ihr frei seid, damit, ja, dass das euch euren Leuten zeigt und was weiß ich, wo postet. Ja, was machen wir? Wollen wir uns den Song erstmal angucken? Ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt einen, ja, die meisten von euch werden ihn ja schon gesehen haben, aber ich muss mal gerade eben gucken. Ich habe jetzt ein paar Mal, ah, da war er schon. Da war er doch. Ich muss mal gerade eben schalten. Ja, es ist wieder das mit der Regie, ne? Normalerweise müsste man noch jemanden haben, der hier Regie macht, aber das ist ja auch wieder nicht möglich. Shit, Corona. Was denn hier? So, genau. Ich mache euch mal an. Könnt ihr euch ja überlegen. Wäre schön, wenn ihr mitmacht. Ich hab den Teufel gesehen und es war gerade letzte Nacht. Stell dir vor, ich hab den Teufel gesehen und sie hat mich angelacht. Sie sagte, komm jetzt mit zu mir, yeah, oder heute Nacht komm ich zu dir. Jo, jetzt kommt noch ein bisschen Outro. Ja, Ivi macht also auch mit.
Ja, die Ivy macht also auch mit, das freut mich. Ja, Ivy war eine von denen, die ich gerade eben genannt hatte. Dann ist da noch ein Bekannter, der gerne mitmachen möchte. Von dem bekomme ich also auch eine Spur. Und ja, wie gesagt, wer Bock hat, legt sich einfach mal ins Zeug, nimmt sein Mikrofon, sein Handy, nimmt ein bisschen was auf. Denkt ein bisschen ans Timing. Tonal vielleicht, wenn es passt, wäre ganz gut so ein bisschen. Und ja, wir machen was draus. Freut mich auf jeden Fall. Ich wollte noch was zu dem Livestream sagen, aber ich wollte das gerade warten, bis das hier, ich will das nicht so zureden jetzt. Ich bin ja nicht Mel Zondok oder was weiß ich, wie heißen da im Radio. Den gibt es schon lange nicht mehr, glaube ich, ne? So, das mache ich erstmal aus. Ja, genau. Ursprünglich war das hier anders gedacht mit diesem Livestream. Ich habe einfach gesagt, ich muss das jetzt machen, weil man ja von uns nichts hört und nichts sieht. Wir geben auf Facebook immer Gas und ja, klar, was so geht, ne? Und dieser Livestream ist ursprünglich dafür so gedacht gewesen. Damals mit dem Norbi hatte ich das schon öfter mal gemacht. Wir wollten eigentlich unsere Bandprobe hin und wieder mal live performen und euch zeigen, was wir hier so treiben in unserer Rockbude. So, jetzt vergesse ich schon den Namen unserer Bude hier. Der Boris hat gerade geschrieben, auf geht's Bob, gib alles. Aber ich hatte ja eigentlich heute auch nicht geplant, irgendwelche Kunststücke aufzuführen. Deswegen, das ist einfach bloß mal so ein Lebenszeichen von uns, was wir so treiben und was wir machen. Hatte einen neuen Song angefangen, da fehlt mir im Moment so ein bisschen Inspiration, den hatte ich nochmal wieder auf Eis gelegt, dafür wieder was Neues angefangen und ja, ich denke, dass wir so oder ja, so anderthalb, zwei Monate in diesem Rhythmus so ein bisschen was veröffentlichen, dass ihr uns immer mal wieder seht und immer mal wieder hört. Wie das jetzt mit den Videos ist, weiß ich nicht, aber ich auf jeden Fall soundtechnisch werde regelmäßig was an euch weiterleiten. Ja, es ist Viertel nach. Moment, ich habe mir gerade ein Bier aufgemacht. Ich wünsche euch erstmal auf jeden Fall einen schönen Sonntag und Moment, nee, ich wollte noch nicht ausleiten, aber zum Wohl erstmal kurz. Ich will mal gucken, wie das heute so weitergeht. Wir wollen uns gleich noch ein bisschen treffen mit den Bandmitgliedern und noch ein bisschen rocken hier. Das kann ich leider nicht live übertragen, aber wenn ihr Lusten habt, warte mal, das könnten wir ja vielleicht machen. Wenn ihr euch dieses Jamulus mal runterladet, da könntet ihr mich connecten oder vielmehr meinen Server connecten. Ja, wie machen wir das? Da müsste ich euch eigentlich mal meine IP schicken. Ist das jetzt günstig, wenn ich das mache? Ist das gut? Kann ich das machen? Hey, doch, ich mache das. Pass mal auf. So, da muss ich erstmal gerade da raus. Da müsst ihr euch mal just was zu schreiben holen. Das kann ich nämlich hinterher wieder rausnehmen. Und zwar, wo sind sie denn? Da sind wir. Wenn ihr die IP nehmt, 130.180.38.238. Also ich wiederhole es nochmal, 130, 180, 38, 238. Dort könntet ihr mich dann Jamulus-mäßig ja, als Server verbinden und dann seid ihr ja, hier bei uns in der Rockbude. Ihr werdet das auch finden. Ich meine, es wäre sogar unter Rockbude gelistet in der Serverliste. Aber da sind ja so viele, das wird wahrscheinlich schwierig werden. Ja, aber so werdet ihr das auf jeden Fall hinkriegen. Ja, wollen wir mal schauen. Also, Frankie sagte jetzt vorhin schon mal zu, dass er, oder vielmehr gestern hat er gesagt, so auf 14, 15 Uhr, ist er zu Hause. Jetzt habe ich meinen Stream hier. Ich muss gleich die Kleine nochmal eben holen. Und dann denke ich, dass es so 16.30 Uhr vielleicht, dass wir dann mal ein bisschen was machen. Und wenn ihr Bock habt, ja, kommt ihr einfach dazu. Könnt euch dazu gesellen, könnt ein bisschen zuhören, was wir so treiben. Ist ganz witzig auf jeden Fall. Und ja, genau. Hört auch mal, wie weit wir sind. Wir sind ja nun, ja,
wachsen da so rein, wie gesagt, in diese ganze Geschichte. Und ja, war sonst noch irgendetwas? Also musiktechnisch habe ich jetzt nichts. Ich könnte einen Personal-Podcast, könnte ich euch jetzt hier stundenlang was erzählen. Aber es muss ja irgendwie mit der Musik zu tun haben. Und da geht mir jetzt gerade ein bisschen der Saft aus, muss ich sagen. Ich lese noch ein bisschen den Chat mit. Ja, okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, wünsche euch einen schönen Sonntag noch. Guckt mal zu, schickt mir mal ruhig eine Audiodatei. Es würde mich wirklich, ich hätte so einen Bock dazu, wenn da zwei, drei Dinger zusammenkämen, wenn einer Lust hat. Und ja, dann mache ich euch das fertig. So, jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Wer das nicht mitbekommen hat mit der Nummer jetzt, die kann ich gleich nochmal unter dem Video verlinken oder schreibt die einfach nochmal auf und dann könnt ihr so euch da abgucken oder ja, ich denke mal, es wird so gehen. Alles klar, so, bis dahin wünsche ich euch erstmal was. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, bis dahin.